Heute geht es bei My Bonsai & Koi nicht um eine Kiefer, auch nicht um zwei Kiefern, sondern tatsächlich um drei Kiefern. Ja, drei Kiefern gibt es heute und erstmal hi und herzlich willkommen zu My Bonsai & Koi. Heute mal wieder aus dem Bonsai-Zockzimmer und im Bonsai-Zockzimmer haben die drei Kiefern und ich zusammen keinen Platz auf dem Bild. Ja, keine Frage, das ist eine meiner Lieblingskiefern. Naja, eine von meinen zwei, drei Lieblingskiefern, eben auch, weil sie in den letzten Jahren bei mir schon eine gewisse Entwicklung mitgemacht hat. Apropos Entwicklung, gleich mal der Hinweis am Anfang, ich blende zu den Bäumen immer die Videos oben ein, die es dazu schon gab. Also wenn ihr Interesse habt, schaut da rein, natürlich die Links auch unten in der Videobeschreibung. Aber Anfang Januar und was haben wir vor? Ja, ich möchte die drei Kiefern, die ihr gerade schon gesehen habt, die möchte ich mal so ein bisschen updaten, faceliften. Ja, also hier sicherlich mit Hilfe von Draht, einfach um das Bäumchen wieder so ein Stück weit nach einem Sommer ohne Draht wieder ein kleines bisschen in Form zu bringen, sofern mir das gelingt. Und die Bergkiefer, ach ja, übrigens, hier reden wir, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Verkauft oder gekauft habe ich sie als Mädchenkiefer, ob es jetzt wirklich eine ist, am Ende, wenn ein Bäumchen so aussieht, ist das auch echt vollkommen Banane. Ja, dann zweiter Kandidat, da geht es um die Bergkiefer, die kennt ihr auch schon. Da hatte ich im Frühjahr umgetopft und gedrahtet, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir ja noch unser gemeinsames Projekt, die Kaskade, die Waldkiefer, die ich seinerzeit bei Werner Busch in Düsseldorf gekauft habe. Und somit haben wir Mädchen, Berg und Wald. Breites Spektrum, aber wir fangen nicht mit meinem Paradestück an. Nee, wir holen uns mal kurz die Waldkiefer auf den Tisch, weil das wird der erste Kandidat zur Bearbeitung. Und da ist sie, die Waldkiefer. Hatten wir ja, hab's gesagt, mal eine Abstimmung gemacht. Am Schluss habe ich mich für die Kaskade entschieden. Bin ich auch weiterhin damit sehr glücklich. Und wie ihr seht, der Baum ist wirklich gesund und zeigt mir auch schon massenhaft frische Knospen. Aber er ist mir so ein klein wenig aus dem Ruder gelaufen und er weist natürlich auch die ein oder andere Schwäche auf, beziehungsweise wirft mir auch so das ein oder andere Fragezeichen an den Kopf. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal ein bisschen näher, denn der Baum hat ganz klar Schwachpunkte. Schwachpunkt Nummer 1, schaut euch mal dieses lange Ding hier an, das gefällt mir gar nicht. Genauso wie da unten, da ist tatsächlich immer noch ein Stück Rest vom Raffia, vom letztmaligen Drahten. Nächster Schwachpunkt, dieser lange Ast hier. Da hinten habe ich noch so einen kleinen Alternativast, den hatte ich mir letztes Mal stehen lassen. Ja, dummerweise ist das der, der am allerbesten von allen wächst. Und natürlich der hier oben, klar, Apikaldominanz. Aber auch hier bin ich nicht ganz zufrieden. Ich denke, hier müssen wir irgendwie eine Krone draus machen. Aber es gibt natürlich nicht nur Fehler oder Schwächen im Baum. Nee, ansonsten, wenn ich mir jetzt hier diesen Stammverlauf angucke und sehe, wie die Rinde inzwischen alt und knorrig ist, boah, dann macht mir dieses Bäumchen richtig Lust auf mehr. Und weil wir aber in diesem Video drei von den Teilen bearbeiten möchten,
und ich jetzt nicht so viel Zeit verplempern möchte mit bla 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 bla, sage ich euch, was ich jetzt mache. Bei Kiefern eigentlich immer das Grundrezept, so habe ich es zumindest beim großen Walter Pahl gelernt. Du kommst nicht drum rum, einfach mal alle Ästchen zu drahten. Deswegen werde ich jetzt mit Blick auf die frischen Knospen ein klein wenig mich von dem älteren Material trennen, so dass ich gut an die Äste rankomme. Und dann werde ich dem Bäumchen hier eine Portion Draht anlegen. Hier vorne, weil der schon ein Stückchen, naja, obwohl er ist eigentlich noch recht gut zu biegen. Hier vorne werde ich vermutlich eine Spur Protektorband drauf machen. Einfach nur zur Sicherheit. Raffia an dem Baum, lasse ich mal stecken. Finde ich jetzt immer noch wieder. Hier werde ich es vermutlich genauso machen und dann gehen wir einfach mal, nachdem ich den Baum komplett gedrahtet habe, in eine nähere Betrachtung, wie wir aus diesem Wuschelkopf hier, so sehe ich ihn im Moment, und mit Kaskade nur bedingt was zu tun, da einfach viele Sachen besser gestellt werden müssen. Schauen wir mal, wie wir danach aus dem Wuschelkopf wieder was, naja, einigermaßen Ansehnliches hinbekommen. Denn von vielen Ästen möchte ich mich nicht trennen, denn das Bäumchen soll weiter wachsen. Es ist nicht in der Finalisierungsphase, um Gottes Willen, noch ewig lang nicht. Nein, es soll weiter wachsen und dazu brauche ich einfach Grün am Baum in Form von Nadeln. Aber ich drahte mal und dann schauen wir mal, wie es danach aussieht. Thank you.
ihr das, wenn man so im Tunnel ist? Und genau in dem Tunnel war ich gerade. Und ich habe aber jetzt am Ende festgestellt, dass ich tatsächlich noch auf Aufnahme war. Und ich hoffe, ich kann euch zumindest im Schnelldurchlauf so ein klein wenig zeigen, was ich so alles hier rumgewerkelt, gebogen, gedreht, gemacht, getan habe. Und ich will es euch vielleicht auch kurz erläutern. Zunächst mal, erste Überlegung war die, ich möchte den Baum, wenn er das nächste Mal umgetopft ist oder umgetopft wird, ein Stück weit mehr in diese Richtung neigen, um hier hinten, da ist er, um hier ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen. Ihr seht hier oben den Ast, der hier nach oben geht, den habe ich angefangen so ein Stück weit aufzubauen als zukünftige Krone. Ich gebe offen zu, die ganz große Kurve haben wir jetzt auch noch nicht drin, aber es ist ein bisschen besser geworden, denke ich. Und wenn ich jetzt die aktuelle Vorderseite sehe, lasst mich schauen, dann sehe ich die eher ein Stückchen so. Jetzt werdet ihr euch fragen, was macht er mit dem da hinten? Naja, das ist so mein Reservespieler. Denn ich bin mir nicht so ganz schlüssig, was ich mit diesem ewig langen, der mir überhaupt keine Knospen auf diesem langen Weg hier zeigt, was ich mit dem machen oder ob ich den behalten soll, so rum besser gesagt. Und deswegen habe ich hier hinten den noch, wir hatten es ja vorhin schon mal am Anfang angesprochen, einfach super gut austreibt. Ja. Boah, schauen wir mal ganz, ganz weit nach vorne. Vielleicht ist auch das hier alles dann Geschichte und vielleicht ein schönes Totholzelement und der Baum geht eher mit diesen zwei Ästen auf die weitere Reise. Aber weitere Reise, gutes Stichwort. Ich sehe überall Knospen am Baum. Die Waldkiefer ist pumpergesund, würde ich sie jetzt mal nennen. Ich habe überall Knospen. Ich habe auch so ein ganz klein wenig schon angefangen, wenn ich an einer Stelle vier hatte, sprich, wie soll ich euch das jetzt zeigen? Wenn so ging und hier die vierte ging dann, komme ich durcheinander, und die vierte ging dann so nach oben, dann habe ich die nach oben weggenommen. Vermutlich irgendwann recht frühzeitig werde ich auch die mittlere wegnehmen, weil wir wollen ja nicht, dass der Ast wächst und aufgeht und weiter wächst, sondern wir wollen ja, dass der Ast wächst und sich wieder verdoppelt und wieder verdoppelt. So werden ja Polster aufgebaut. Ich habe hier so einen Buschel, den konnte ich noch nicht so ganz identifizieren. Wenn er wächst, soll es mir sehr, sehr recht sein. Und ansonsten lasse ich die Waldkiefer weiterhin in Ruhe. Umtopfen wird ein Thema, vielleicht im Herbst, Tendenz eher Richtung Frühjahr. Und wenn ich die Position in diese Richtung ein Stück weit ändere, dann stellt sich natürlich die Frage, ob ich so eine extrem hohe Kaskadenschale noch benötige oder ob es mir eventuell die Hälfte tut. Die kommt jetzt wieder raus bei den momentanen Temperaturen. Ohnehin kein Thema. Die steht einfach nur unter der Pergola, damit sie nicht zu viel Wasser abbekommt. Wird regelmäßig gegossen durch mich. Und naja, irgendwann, wenn dann die Knospen schwellen, werden wir auch wieder mit der Düngung anfangen. Und ich würde sagen, die stellen wir jetzt mal beiseite und holen uns das nächste Teil auf den Tisch. Bisschen kleiner, bisschen kompakter, meine Bergkiefer. Und auf die schaue ich heute, weil letzten Sonntag hatte der Sebastian von Bonsai Style ein Video, wo es darum ging, ob Drähte eventuell schon anfangen einzuwachsen bzw. entfernt werden müssen. Und ich schaue hier zwar immer mal drauf, aber, und das vielleicht auch so als kleinen Tipp, wenn die Drähte ganz eng dran liegen, dann merkt man das nicht unbedingt, wenn die anfangen wirklich einzuwachsen. Deswegen nimmt einfach ein Stückchen Draht und entfernt das mal. Und wenn ich dann sehe, dass ich noch keinerlei Spuren in der Rinde habe, dann
kann ich das einfach dran lassen, aber natürlich dann im Frühjahr vor allem, wenn, und ich sehe auch hier ziemlich viele Knospen, wenn der Baum wieder anfängt auszutreiben, dann heißt es schon, aufmerksam dabei zu bleiben, denn es kann mitunter recht schnell gehen. Aber ich zeige euch das Ding einfach mal aus der Nähe. Und wenn ich da gerade so davor sitze, kriegt der doch glatt ein Stück weit Wasser. Denn die Bäume stehen jetzt hier natürlich bei mir drinnen im Warmen. Und klar tut das Wasser dann den Nadeln richtig gut. Ja. Der Sebastian, als er bei mir war, ihr wisst, ich hatte ihn mal zu Besuch, sind wir so durch meine Bäume gelaufen und er hat echt gesagt, diese Kiefer gefällt ihm besonders gut. Und eigentlich erst durch den Sebastian bin ich wieder ein Stück weit auf dieses Bäumchen auch so aufmerksam geworden. Und der hatte so ein klein wenig ein Schattendasein, aber er hat ja eigentlich recht, der Sebastian. Denn ich habe hier eine kleine Bergkiefer, die unten ganz hübsch anfängt, dann diese zwei kleineren Totholzelemente, der Baum geht schön auf. Ich habe hier auch eine recht ansehnliche Verjüngung. Natürlich müssen wir an der Krone weiterarbeiten und dennoch wird dieser Baum dieses Jahr, sprich in 2023, einfach nur vor sich hin wachsen dürfen. Ich werde sehr rechtzeitig schauen, dass ich mich von einem Teil der Knospen trenne, weil da sehe ich schon wieder unheimlich viele. Rückknospung als Thema, ja, haben wir auch, aber hatte ehrlich gesagt letztes Jahr besser ausgesehen. Was übrigens noch richtig gut aussieht, ist meine Substratmischung, obwohl da ja jetzt schon auch zumindest mal diese zwei Wochen Anfang Dezember Frost drauf waren und auch ansonsten ein sehr trockener Sommer. Diese Mischung aus Bims, Lava und Kiriu hat sich nach meinem Dafürhalten für die Kiefer hier schon mal sehr gut ausbezahlt und eigentlich auch bei meinen anderen Kiefern, die ich in diese Mischung gesetzt habe. Also kann ich mal sagen, bei mir, wie gesagt, Substrat immer lokales Thema, bei mir funktioniert das ganz gut. Und dann, ja, nach einem mit viel Draht, nach einem mit Draht, aber ohne irgendwelche konkrete Bearbeitung, switchen wir doch nochmal zu meiner Mädchenkiefer. Zum Abschluss machen wir das Trio doch einfach komplett. Ja, er gefällt mir einfach, der Baum, die Kiefer. Find sie hübsch. Ja, und dass ich diese Kiefer hübsch finde, das weiß jetzt nun wirklich jeder, der meinen Kanal einigermaßen regelmäßig verfolgt, denn boah, ich bin einfach begeistert, wenn ich die Kiefer sehe. Und das hat natürlich einen ganz, ganz großen Grund, denn ich habe dieses Bäumchen hier als Baumschulware gekauft. Also es war ein relativ hohes, gerades Ding, aber Leute, was erzähle ich euch denn eigentlich? Schaut euch einfach mal 3-4 Bilder an. Und seid ehrlich, das ist ein anderer Baum. Und das Ganze in, naja, 3,5 Jahren. Und ganz klar, Leute, macht das, gibt dem Bäumchen 1, 2, 3 Jahre mehr Zeit für das, was ich meiner Kiefer hier zugemutet habe. Da habe ich einfach auch ein Stück weit Schwein gehabt. Ja, eigentlich wollte ich hier auch ein Stückchen Draht anlegen, aber ganz ehrlich, ich sehe den Moment im Moment noch nicht gegeben, den Moment. Im Moment sehe ich das noch nicht ganz so zwingend erforderlich. Alle Äste sind noch unheimlich leicht zu biegen und so werde ich aber trotzdem eine Maßnahme ergreifen. Und wer mein
Spielfilm 3.2 Video gesehen hat, an Silvester war es, glaube ich, oder am Tag vorher, also zum Jahreswechsel, der weiß, dass ich diesen Baum sehr heftig gespalten habe und aus dieser Spaltung ist auch dieses Totholz hier vorne hervorgegangen. Und genau diesen Totholzbereich, den hatte ich auch 2021 im Bonsaigarten München bei Walter Pahl und Thomas Hering kreiert. Ich habe ihn dann aber, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich ihn nach oben ausgebaut habe oder nach unten. Völlig egal. Ich finde, die Maßnahme hat sich mega gelohnt und den hatte ich dann auch letztes Jahr ein Stück weit mit jedem Mittel behandelt. Aber ihr seht, das erfüllt noch immer wunderbar seinen Zweck und der Kalus hier hat, oh, ich finde dieses Element so toll und das gleiche haben wir auch, ich hoffe jetzt mal, der steht hier nicht, ich halte den mal ein Stück weit raus. Hier war auch so eine Spaltgeschichte, da wollte ich das Ding duplizieren, aber schaut mal hin, hier hat mir der Baum ein Schnippchen geschlagen und bildet das hier mit Kalus zu. Aber ich finde das ganze Element hier mit dem Knick und hier runter gefällt mir so verdammt gut, dass ich eigentlich gar nichts dran machen möchte. Übrigens auch ganz arg oft ja das Thema bei Kiefern, dass sie aufgepfropft sind. Und hier vorne, natürlich sieht man hier diese Wunde, aber die wird verwachsen. Ich bin mir da sehr, sehr, sehr sicher. Und auch hier auf der Hinterseite oder auf der Rückseite ist es so, dass ich das inzwischen nicht mehr als Manko sehe, sondern dass das für mich der Charakter des Baums ist, der jetzt natürlich hier ein Stück weit dicker wird in diesem Bereich. Aber wenn wir ihn uns wieder auf dem Weg nach oben anschauen, bringt er schon eine ganz ansehnliche Verjüngung mit. Und ja, klar, Krone, kein Thema, müssen wir nicht drüber reden. Da muss noch ein Stück weit dran gearbeitet werden. Puh, aber ganz ehrlich, die Entwicklung, Hammer. Also wirklich inzwischen eigentlich schon so, nee, das ist meine Lieblingskiefer. Und bei den anderen, die ihr heute gesehen habt und natürlich auch bei allen anderen, die ich sonst noch so im Garten stehen habe, werde ich weiter daran arbeiten, dass die auch in diese Richtung kommen. Ob das jetzt schon ein Bonsai ist oder nicht, Leute, ganz ehrlich, das ist mir piepe egal. Der hat noch ein paar Schwächen, an denen werde ich auch weiterarbeiten. Aber das ist es ja, der Weg, der Spaß macht. Ja, und wenn ihr nicht nur diese drei Kiefern von heute wiedersehen wollt, sondern vielleicht auch das ein oder andere Bäumchen, dann gibt es ein ganz einfaches Mittel. Ihr lasst mir zuerst mal einen Daumen da für dieses Video. Dafür vorab vielen Dank. Und dann, naja, die meisten von euch kennen es. Freitag, 18:30 Uhr, hier auf YouTube, My Bonsai and Koi. Und ich bin mal gespannt, was uns nächste Woche erwartet, denn ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Aber es wird schwer zu toppen.